Was eine unheilvolle Stimmung hier doch herrscht. Wir haben beim letzten Mal gegen Silberbeins Truppe kämpfen müssen. Doch, während wir gekämpft haben, hat sich Silberbein höchstpersönlich die 7 Drachensteine, die hier, die wir alle gesammelt haben, einfach so unter den Nagel gerissen und ist am Weg zu Isla Dorada. Ja, wir können nicht wissen, wo Isla Dorada ist, außer wir wissen, wo der Wunderkompass ist. Und zufällig haben wir einen magischen Spiegel, der mit uns reden kann, der uns sagen kann, wo was ist, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Dieser Zeitpunkt wäre genau jetzt. Ich gehe mal runter. Ich glaube, ich gehe mal runter. Da ist er nämlich. Ich glaube, hier unten sind wir noch nicht mal fertig, oder? Also da unten. Ja, da unten sind wir noch nicht mal fertig. Na gut. Der Spiegel. Hoffentlich hilft er uns weiter. Can't see anything. Ah, so dreckig. Well, we gave it a shot. Na, mal versuchen. Wait. Das ist ja flüssig. Das sind Hey wir. there. So you made it. Aber in Erwachsen? Are you guys the saviors? Were we really this small? And did you really sound so cute? Shut up. What are they on about? Das sind wir in Erwachsen. Listen, we're in a bit of trouble. Wie wir sie auch in Dragon Quest 11 sehen werden. To our friends. It's been stolen. We need to get it back. But we don't know where to start. That's right. You've got to help. We need to get this thing called the Cloud Compass. How are we meant to find it? The truth is, you already know the answer. Huh? Try asking some of your new friends for help. Then you'll need to head for the heavens. Once you're there, and the two compasses align, you will find what you're looking for. I don't understand. Your hearts must join together as one. And don't worry. Trust in yourselves, and all will be well. Oh, is that the time? I promised to meet an old friend. Hey, wait up! We've got other stuff to ask you. Tell us who you are, at least. Listen. Whatever happens from now on, you must never stop believing in each other. Oh, so ich gerade so still war, ich hatte das Gefühl, ich schaue gerade einen Film. Das war echt spannend. Eine Kugel? Wir wissen schon längst, wo der Kompass ist. Wir müssen uns konzentrieren und unsere Freunde fragen. Was? Ja, der Spiegel ist zerbrochen. Und ich wollte Ihnen noch so viele Fragen stellen. Die beiden waren irgendwie seltsam, oder? Mir war fast, als würden wir sie irgendwo erkennen. Geht es euch gut? Wir haben einen ohrenbetäubenden Krach gehört. Hm? Nanu, der Spiegel ist zerbrochen. Wie ist das denn passiert? Also, das ist passiert. Ihr sollt also eure neuen Freunde um Hilfe bitten und euch in die Lüfte begeben? Und was ihr sucht, wird erscheinen, wenn beide Kompassnadeln in eine Richtung zeigen? Tja, wer immer sie waren, uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als ihnen zu vertrauen. Also, Mida, fällt dir jemand ein, der uns helfen könnte, uns in die Lüfte zu begeben? Herr Blechheimer? Der hat Züge. Kapitän Levanter? Wir wissen gar nichts über den. Katzbalger? Der rennt schnell. Nee, keiner von denen. Neuer Freund? Vielleicht Kapitän Levanter, aber so wenig wir über den wissen, die anderen beiden keinen Sinn machen? I get it. Levanter! Ah, Kapitän Levanter aus Silfania. Er ist auf alle Fälle im Besitz eines fliegenden Schiffes. Well. Ah, stimmt, der hat ein Schiff. Ja, Katzbalger hat kein Schiff und... Blechheim hat einen Zug. Das stimmt. Gute Idee, Mida. Das Schiff der Silfanianer sollte in ihrem Lager auf dem Drachenschädel sein. Zumindest habe ich es zuletzt dort gesehen. Ah, und jetzt müssen wir jetzt dorthin. Spitze, dann ist das unser nächstes Ziel. Wir werden die Silfanianer bitten, uns in die Lüfte mitzunehmen. Und wie es danach weitergeht, müssen wir eben herausfinden, wenn wir dort sind. Ich komme übrigens auch mit, Schwesterherz. Wir müssen alle mit anpacken, wenn wir uns die Drachenscheine zurückholen wollen. Alright, then. Cool.
Na dann. Achievements. Zukunftshoffende. Ich muss aber wirklich sagen, es war jetzt ziemlich verwirrend. Also wir haben uns aus der Zukunft gesehen. Aber warum war das jetzt mit... Warum hat es jetzt mit Zeitreise zu tun gehabt? In welcher, aus welcher Timeline kommen die? Kommen aus einer Dimension oder? Also warum man die gesehen hat, verstehe ich nicht so ganz. War das vielleicht einfach nur so eine Vision und das waren gar nicht die echten aus der Zukunft? Puh, keine Ahnung. Berichten wir erstmal, dass wir alle Züge repariert haben. Hallo, ich hab euch halt so gehört, dass ihr euch den Wolkenkörper ausholen wollt. Tja, viel Glück. Wenn ich das. Ach so, stimmt das wieder? Sind alle unsere Bahnhöfe wieder betriebsbereit? Aber hallo. Hurra, wie famos. Danke wieder. Tausend Dank. Juhu, Herr Gedampft. Und weißt du was? Ich habe ebenfalls ziemlich aufregende Neuigkeiten. Heute ist nämlich dieser Brief eingetroffen und... Nun, ich lese ihn dir wohl lieber einfach mal vor. Ein mysteriöser Brief. Sehr geehrte Damen und Herren. Erstmal ein Like da lassen. Danke. Der Anlass meines Schreibens ist, euch, wer immer ihr auch sein mögt, meine herzlichen Glückwünsche dafür auszusprechen, dass ihr es der Eisenbahn ermöglicht habt, den Betrieb wieder aufzunehmen. Aber ein Brief genügt nicht, um meine Freude über diese fantastische Neuigkeit auszudrücken. Ich muss euch einfach persönlich danken. Es wäre mir eine große Ehre, wenn ihr mich am verlassenen Bahnhof auf dem Drachenschädel besuchen würdet. Ich wusste es. Mit freundlichen Grüßen, Herr Urban, Gründer und ehemaliger Direktor der Transzirkonischen Eisenbahn. Ist das die Leiche, die dort lag? Ist er jetzt wieder lebendig? Das war's. Ich dachte, der hätte all unsere Bahnhöfe in Stand gesetzt und wäre nie auf die Idee gekommen, dass wir einen übersehen haben. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem Schock, einen Brief von Herrn Urban, dem Gründer der Transzirkonischen Eisenbahn, erhalten zu haben. Es ist einfach außerordentlich zu erfahren, dass er noch lebt. Ich muss gestehen, dass mich die ganze Sache sehr aufgewühlt hat. Ich kann gar keinen klaren Gedanken mehr fassen. Aber als erstes steht für dich ein Besuch des Drachenschädels auf der Tagesordnung. Du musst nach diesem verlassenen Bahnhof Ausschau halten. Falls Herr Urban wirklich dort ist, musst du mit ihm sprechen können. Wäre das ganz famos. Na klar. Oh, hurra, danke wieder. Ich werde mich mit dem anderen Bahnhofvorsteher in Verbindung setzen und versuchen, einen Plan aufzustellen. Bis dahin, viel Glück auf den Drachenschädel. Ich habe keine Ahnung, in welchem Zustand dieser Bahnhof ist, aber das wirst du ja schon bald selbst herausfinden. Na, haben wir ja schon. Wir waren ja schon. Wir waren schon da. Are you making very good? So, und ich kriege hier noch ein paar Items. Schleimtropfen. Das behalten können. Brauche ich nicht. Was sind hier? Schlangenknochen? Haben wir die schon mal? Haben wir schon. Und. Feenwolle. Nett. Okay. Es macht am meisten Sinn, jetzt zum Drachenschädel aufzubrechen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe Katzbalgas Mission noch nicht erledigt, weil ein Item fehlt. Und ich habe noch nicht alle Ballons passen lassen, weil noch 4 Ballons fehlen. Soll ich die erstmal nachholen, bevor ich jetzt hier weitermache? Oder wäre es vielleicht klüger, jetzt erstmal weiterzumachen, das dann danach zu machen? Weil wenn ihr mich fragt, habe ich jetzt eher Lust, das hier und das hier zu machen. So oder so, müssen hier hin. Egal für was wir uns entscheiden. Ja, oder wir gehen erstmal runter. Ja. Nee, komm. Machen wir erstmal Story. Ich glaube, das macht gerade mehr Sinn. Lass uns zumindest mal dahin gehen und mit Levanta sprechen. Hoffentlich haben wir alles, was er wollte. Wisst ihr noch? Ich denke mal, ja. Denn Levanta wollte ja so ein paar Aufgaben. Hat uns ein paar Aufgaben gegeben, die er wollte, dass wir die erledigen. Die haben wir ja auch erledigt. Ich glaube, wir haben alles erledigt. Kann sein, dass ein bisschen was fehlt, aber es sollte nichts fehlen. Schauen wir auf jeden Fall erstmal mal. Ich hoffe, ich fahre nicht runter und sterbe. Vielleicht schaffe ich es noch bis zur Insel. Oh, es wird knapp. Oh, es wird knapp. Lass mal sehen. Nee, schaffe ich auf keinen Fall mehr. Aber ich bin Fische. Hey, ausweichen, ausweichen. Das Gegner ist nicht tot. Nee. Ich hätte was gesehen. Okay. Ja, die Treasures, die ignoriere ich jetzt erstmal. Ich weiß, es sind Dankness Treasures, aber irgendwie ist das Treasure jetzt das Unwichtigste geworden im Moment in diesem Spiel. Mein Gott, komme ich da nicht hoch? Ist das
Dein Ernst? Oh Mann, ja, hier komme ich doch hoch, bestimmt, ganz sicher. Ja, it's close. Mir egal. Oh, mich kommt schnell. Ja, ist gut, ich hasse das. Oh, ich renne da schnell hin. Okay, ich bin jetzt angekommen. Boah, viele Silberschätze wieder rumliegen. Meine Güte. Levanta, wo ist er? Ach, ist er vielleicht da oben? Lass mich durch. Ja, vermutlich schon. Vermutlich ist er das, mit dem wir jetzt reden und nicht mit Riesler. Was soll ich sagen? Hey, it's close. Ich muss hier lang. Hier ist doch ein Schatz. Okay, schön, schön, gut. Da ist er. Hey. Hey. Warte. Eric, was ist denn? Ich komme auch mit. Vergiss das nicht. Mal sehen, ob die Silvanianer uns mitnehmen. Geh doch mal von aus, oder? Warum sollten sie nicht? Wir haben uns doch mittlerweile so gut verstanden. Hä? Was wollt ihr denn nun? Naja, ja, Kapitän Levanta, wir haben gehofft, dass ihr uns einen kleinen Gefallen tun könntet. Schnurrla bringt Kapitän Levanta auf den neuesten Stand. Ihr habt also die 7 Steine gefunden, nur um sie euch dann von Silberbein von der Nase wegstehlen zu lassen. Und jetzt sollen wir euch unser Schiff borgen, damit ihr zum Himmel hinauffahren und sie euch zurückholen könnt? Keine Ahnung, warum ihr glaubt, es würde euch weiterbringen, durch die Luft zu fliegen. Aber ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Und um ehrlich zu sein, gönne ich es Silberbein, wenn er bekommt, was er verdient. Aber leider kann ich es mir nicht erlauben, euch einfach so unser Schiff zu leihen. Ihr habt gehört, worüber wir gesprochen haben, nicht wahr, Eure Hoheit? Oh, Anemone. Kommt sie mit? Indeed. In der Tat, eine schwierige Entscheidung. Dieses Schiff ist unser ganzer Stolz. Es fremd zu überlassen, fällt uns gewiss nicht leicht. Now. Ich finde immer, sie sieht aus wie so ein Kimono-Girl. Die Wahrheit ist, dass unser Königreich seinen Anspruch auf die 7 Steine aufgegeben hat. Uns ist klar geworden, dass es sich dabei nicht um die Schätze handelt, die wir wirklich begehren. Und obwohl wir stets bereit sind, uns für die Suche nach Schätzen in Schlachten Getümmel zu stürzen, kämpfen wir nicht um den Kämpfenswillen. Aus diesem Grund kann ich es euch leider nicht erlauben, unser Schiff zu benutzen, um gegen Silberbein in den Kampf zu ziehen. Was? Aber... However. Andererseits stehen wir tief in eurer Schuld. Schließlich habt ihr uns dabei geholfen, viele der Rätsel auf diesen Inseln zu lüften. Und als Gegenleistung für alles, was ihr für uns getan habt, gewähre ich euch gerne freie Fahrt zu einem Ziel eurer Wahl. Wow! Echt? Das ist ja genial! Danke, Mann! Well then. Sieht aus, als wäre heute euer Glückstag, was? Tja, dann will ich euch mal eure Kapitänin vorstellen. Das ist Beate. Sie ist noch jung, aber sie ist eine der besten Seefahrerinnen, die Silvania je hervorgebracht hat. Cool! Meldet euch einfach bei ihr, wenn ihr startklar seid. Verstehe. Kann ich mit dir reden? Der Wind bläst heute aus allen möglichen und unmöglichen Richtungen, wenn das mal nicht schlechtes Wetter bedeutet. Aber sei es drum, meldet euch bei Beate, wenn ihr Segel setzen wollt. Ich kann nicht mit ihm reden über was anderes. Ich glaube, ich bin jetzt wirklich stuck im Finale. Es gibt nichts, was ich tun kann. Na gut. Yes? Ich heiße Beate und bin eure Kapitänin. Willkommen an Bord. Also, seid ihr bereit, in den Himmel aufzufahren? Ja, es kann losgehen! Ah, ist der Schatz, den du da hast, denn schon begutachtet worden? Wenn nicht, solltest du jemanden einen Blick aufwerfen lassen, bevor du nach East Azorada aufbrichst. Dort könnte es nämlich brenzlig werden. Oder wenn dir das so umständlich ist, könntest du das Ding auch einfach gleich wegwerfen. Dann können wir los. Was möchtest du tun? Bist du verrückt? Ich werf's aber weg. Vielleicht werden wir in ein paar Sekunden. Gut, alle Mann an Deck. Es wird Zeit, den Anker zu lichten und den Himmel anzusteuern. Wir müssen uns allerdings vor Stürmen in Acht nehmen. Sieht nämlich aus, als würde sich da was zusammenbrauen. Aber genug geplaudert, lasst uns aufbrechen. Yes! Los geht's! Oh Leute, wir kommen jetzt wirklich zur Story. Oh, bitte sehen wir noch eine Katze, wie wir hochfliegen. Ja! Ja! Oh, das sieht episch aus. Komisch, dass wir auch ganz kein Schiff haben. Starting to rain. Isla Dorada. It must be out there somewhere. Well, you two. What exactly is the plan? Both of our hearts must become one.
Unsere Herzen müssen eins werden. Wie die Drachen. Wir sind der Kompass. Unsere Kräfte. That's the Cloud Compass. Incredible. Ready? Sure am. La Isla Dorada Ahoy! Auf the Rainbow! Auf nach La Isla Dorada! Diese schöne Musik? Super. Wow. Das ist das Lied, das ist das Lied, das ist das Head-Song! Oh, Gänsehaut. Aha, alles klar. Da wären wir. Wow. Now. Tja, Prinzessin Animal hat euch ja schon gesagt, dass wir nicht um des Kämpfes willen kämpfen werden. Wenn ihr euch also in Handgreiflichkeiten verwickeln lasst, dann werdet ihr selbst klarkommen müssen, fürchte ich. Aber keine Sorge, wir bleiben hier und drücken euch fest die Daumen. Wow. Ich wollte eigentlich mein Team nicht so unbedingt behalten. Es war nie mein Plan, aber ich schätze, es ist jetzt einfach mal so verlaufen. Was soll's? Ist ja nicht schlimm. Und oh, gut, dass es mir gerade einfällt. Wir haben mehr Slots und können den seltenen. Die seltene Medaille erstmal ausrüsten. Und ein paar andere seltene Medaillen zudem. Auch noch. Am besten die mit goldenen Rahmen zuerst. Die werden uns bestimmt weiterhelfen. Ich stufe mal irgendwelche auf irgendwelche. Das kann schon nicht schaden. Ich denke, die mit dem goldenen Rahmen zum Beispiel sind bestimmt ziemlich strong. Das wollte ich gar nicht ausrüsten, aber gut. Wir wollen ja gewappnet sein. Ich gucke gar nicht an, was macht. Ist ein gute Orden. Außerdem sind die nicht wichtig im Spiel. Nicht wirklich wichtig. Eigentlich nicht. Scheinbar ist das unser Team. Na gut, kann ich mitleben. Da mein Golem. Mit dem bin ich zufrieden. Ja, meinen sie einfach krass. Großer Schuppenshake-Rezept. Also man kriegt hier wirklich noch Items. Als würde man noch weiterspielen danach. Und mechanischer Meuchler-Medaille. Oh, die Musik ist so schön. Prinzipöre. Diese Musik damals auf dem DS mit der Compression, das war wirklich so wunderschön. Alleine hier dieses. Ich sag mal, dieses Remake von diesem Song zu hören, kriegt schon Gänsehaut. Boah. Das wird wirklich jetzt ein episches Finale. Und ich hoffe, ich habe jetzt alle Truhen gefunden, weil sonst ich komme nicht mehr wieder zurück. Knisterbombe. Sind wir ready? Ich bin ready! Auf geht's mit unserem starken Team. Gegen Kapitän Silberbein. Ich dachte von Anfang an des Spiels, man würde es irgendwann schaffen, in sein Team zu gelangen. Das wollen wir gar nicht. Das ist der Raum aus dem Anfang. Moment mal. Hier kommt mir alles so bekannt vor. Jetzt verstehe ich. Das hier muss das Original von dem Raum sein, den ihr in diesen alten Ruinen gefunden habt. Gut möglich. Das bedeutet, dass dies früher der Aufbewahrungsort für eure Dolche war. Naja, es bringt nichts zu spekulieren. Bleiben wir lieber bei der Sache. Aha. Mich beschleicht das Gefühl, dass Silberbein hier ganz in der Nähe auf uns wartet. Wenn wir ihn besiegen und die 7 Steine zurückholen können, dann haben wir unsere Aufgabe hier erledigt. Come on. Das wird eine harte Schlacht, aber ihr bekommt das hin. Auf geht's. Mhm. Verstanden.
Ist wirklich episch aufgebaut hier, das Finale. Das Podest kommt dir sehr bekannt vor. Oh ja. Die offenbar hat dieser Ort keine Verzeichnung auf der Map. Ja. Seltsamer Ort. Habt ihr irgendwas zu sagen oder warum steht ihr einfach nur rum? Wenn wir Silberbein besiegen und die 7 Steine zurückholen können, dann haben wir unsere Aufgabe hier erledigt. Es liegt jetzt an euch beiden und ich weiß genau, dass ihr das Zeug zum Sieg habt. Hast du schon alles erledigt? Ich noch nicht. Es wird Zeit für die letzte Schlacht gegen Silberbein. Trefft alle nötigen Vorbereitungen und dann geben wir ihm eins auf den Rüssel. Leave it to me, sis. Keine Sorge, Schwesterherz. Ich halte dir den Rücken frei. Holen wir uns die Drachensteine. Yes! Oh, hier ist eine große Battle Arena. Du spürst, dass vor dir etwas auf dich wartet. Möchtest du weitergehen? Ja, wo soll ich denn sonst hin? Ich komme nicht mehr runter. Ich muss jetzt weitergehen. Oh, noch mehr Gänsehaut. Da ist er! Nein, was hat er vor? The treasure of treasures is mine at last. Der Schatz aller Schätze. Ins Drachenherz. Alles verbunden. Hang on. Is this it? Is this it? These are the 7 stones stuck together. There's got to be more to it than this. You again. How did you get here? You really want these stones, don't ya? Er ist wieder kaputt gemacht. Scurvy dogs! Well then, do your worst! Just don't expect a shred of mercy! And the gun! Geißel des Himmels! Silberbein! The final showdown! It's the final showdown. Ich bin bereit. Silberbein Stufe 50 war klar. Ich dachte 55 tatsächlich. Na, ich hab die gekauft. Okay, das reicht, was ich habe. Daneben! Nur an seinem Kopf ist er verletzlich, an seinem Schädel. Selbst das macht kaum Schaden. Wir machen ihm gar keinen Schaden gefühlt. Das ist wirklich nichts. Da muss mehr hinterstecken. Ach so, weil er hier seine eigenen Gegner hat, die wir erstmal besiegen müssen. Das sehe ich erst jetzt. Das sehe ich wirklich erst jetzt. Verdammt. Schnell heilen. Geht's euch gut? Hier. Ach, du bist ein Gegner. Ich hab dich gerade geheilt. Verdammt. Nein. Wo ging das da durch? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Bam, stopp jetzt! Nein! Bam! Der ist schon mal weg. Get out of my sight! Leo, wo bist du? Ich muss wirklich sagen, Leo ist eigentlich kein gutes Teammitglied, weil er ständig down geht. Aber hat halt auch nicht viel Verteidigung. Das Einzige, was er kann, ist schnell sein. Das ist seine Stärke und ich habe keine Stärken mehr, weil ich jetzt fast tot bin. Ich muss kurz chillen. All better. Jetzt der Vogel. Mach den Vogel weg. Danke. Jetzt geht der Kampf richtig los. Oh. Silberbein sammelt Kraft. Nein. Was hat er da vor? Steinbestie der Sande? Er wurde eins mit der Statue. Warte, der Sande. Das heißt, er hasst Wasser. Ich habe aber nur noch eine Wasserkugel. Ja, das reicht halt nicht. Ich hab mich eingekauft. Ich Idiot. Ich absoluter Vollidiot, Mann. Mist. Wir machen nur der Steinbeste gerade Schaden. Das ärgert mich. Mist. Wieso kriegt Leo Schaden? Was ist los mit ihm? Ah, verdammt. Oh, Leo lebt noch. Ich würde ja helfen, aber du musst stehen bleiben. Und, du bist tot. Na gut. Ja, natürlich muss ich reviven. Das ist das Beste. Wenn ich meine Teammates so lange wie möglich am Leben erhalte. Aber ich habe natürlich Priorität. Wenn ich down gehe, ist alles vorbei. Die geht so nah ran. Nicht so nah ran. Mann, mit der dummen AI. Das nervt. Ich kann nicht mal so viel heilen.
Und der wird doch bestimmt alle seine Formen hier zeigen lassen, oder? Nur gut, jetzt wo ich die Kugel nicht habe, haben wir zumindest einen interessanteren Kampf. Kann man so sagen. Ah, Mist. Das ist wirklich ärgerlich. Ich glaube, ich lasse Leo einfach in Ruhe. Kämpft da halt nicht mit. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Der stirbt zu schnell. Verdammt. Okay, weg, 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 weg. Der dasht jetzt. Rennt doch weg, die Idioten! Ach, Freunde, muss das. Ja, komm. Angriff. Einfach weiter angreifen. Er ist gleich down. Das ist ja eine schwache Version. Das ist nur eine Statue und nicht die echte Form. Es ist nur Silberbein in einem Kostüm. Besiegt ihn schnell. Nicht heilig so lang. Ist er down? Ja. Und jetzt geht der Kampf erst weiter. Ernsthaft? Steinbestie der Asche. Der Asche? Wind? Ja, Wind, aber ich habe keinen Wind mehr. Habe ich noch Wind? Blitzscham. Blitz vielleicht? Mag er Blitz vielleicht nicht? Ja, Blitz. Scheint auch stark zu sein. Lichtschaden vielleicht? Auch nicht so viel. Oh, das war gut. Was auch immer das war. Ah, auch Lichtschaden einfach. Habe ich hier vielleicht irgendwas Wuchtschaden? Ja, not bad. Ist okay, not bad. Oh, das ist auch nicht schlecht. Boy. Oh nein, die sind beide down. Ich muss mich schnell heilen. Das läuft gar nicht gut. Überhaupt nicht. Zahnhieber muss leben. Er kann zumindest kämpfen. Relativ gut. Okay, er lebt wieder, er lebt wieder. Gute Mina! Nein! Nein! Schnell, ich muss heilen! Ich muss sie heilen! Lass mich durch! Zahnhieber, lass mich durch! Okay. Was macht Eric da? Kämpft er mit? Wir haben Eric in unserem Team. Da wird ja aber nicht angezeigt. Na gut, lieber Eric als Leo, ne? Obwohl Leo eigentlich hohen Level ist und uns eigentlich gut helfen könnte. Was soll's? Explosivkugeln. Nee, machen gar keinen Schaden auf ihm. Mist. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Hab ich noch was anderes? Hier, das hier habe ich. Daneben! Oh nee! Bam! Sind da noch mehr Statuen bestimmt? Na komm, zeig mir die. Schnee. Okay, wir haben noch ein paar Feuerkugeln. Gott sei Dank. Ist das die letzte Statue? Hoffentlich. Erstmal die starken Feuerkugeln. Habe ich keine starke? Doch. Peng! Peng bestimmt. Oh ja! Peng gefällt ihm gar nicht. Da mache ich einfach die normalen. Ich glaube, die machen genauso viel Schaden. Die alle machen gleich viel Schaden. Die sind billiger. Ich muss auf mein Geld achten, auch am Ende. Man kann nie zu sicher sein. Greift er mich an? Weiß ich nicht. Oh ja, da. Oh mein Gott. Hälfte Leben. Ich muss leider kurz heilen. Hauptsächlich ohne Mina. Und zum Teil auch nicht. Du blöder Idiot! Verschwinde endlich! Aus meinem Leben! Hör, wo kommt das denn jetzt? Wo kommt der ganze Schaden? Tja, einen vierten kannst du nicht machen. Oh, das hat ihm sehr viel Schaden aber gemacht. Oh, Gott sei Dank hat ihm das Schaden gemacht. Ich hatte Angst, dass es nichts bewirkt. Oh, jetzt macht. Oh mein Gott, der Schaden! Der Schaden ist real! Er hat keine Verteidigung mehr! Wir haben ihm seine Verteidigung nicht weggenommen! Du Idiot! Oh, der Crit! Hohoho! Ho, ho. Nee, jetzt hat er wieder Verteidigung! Das könnte seine Chance sein, den Spieß umzudrehen. Was soll ich denn machen? Spieß umdrehen? Wie ist das gemeint? Ach, er macht kaum Schaden. Irgendwas stimmt hier nicht. Er hat irgendwas vor. Ich muss mich schnell heilen. Den Spieß umzudrehen. Wie denn? Was? Ich
verstehe nicht, was das Spiel von mir verlangt. Also irgendwas will das Spiel ja von mir, dass ich irgendwas mache. Vielleicht gegen ihn schießen, wenn er das schwarze Schwert. Zorniball! Zorniball, nein! Schön. Verwünschtes Geschütz. Keine Ahnung, ich greife einfach so an. Die Hälfte ist weg. Phantomphalanx. Du verlangtest danach, dass du endlich down gehst, Silberbein. Er ist wirklich der Stärkste in diesem ganzen Lande. Aber selbst er hat schon die Hälfte seiner Kraft verbraucht. Sogar mehr als das. Es wird immer besser. Ha. Weiß nicht, ob wir irgendwas machen können, damit der Kampf noch schneller vorbeigeht. Ist das vielleicht noch eine Phase? Mann, das Problem ist ja, ich habe keine Heil-Items mehr. Ein bisschen habe ich noch, aber es wird nicht mehr ausreichen. Da, Spieß umdrehen. Wie ist das gemeint? Was heißt den Spieß umdrehen? Was meint er damit? Ich muss es ja scheinbar machen. Da jetzt. Er ist betäubt. Okay, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber ich soll was spitzen von ihm. Nein. Mist. Gib mir mal normale Steine. Ich glaube, die sollten auch reichen. Aua. Magische Wiederaufladung. Vielleicht müssen wir ihn nicht besiegen, sondern nur schwächen, damit wir leichter die Steine wieder klauen können oder abhauen. Ich weiß es nicht. Ist das wirklich die Lösung? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. So, und das war's mit meinen Heilungen. Oh ne, ein bisschen habe ich noch was. MP. MP! Gemacht auf MP. Oh, das war eine große MP-Heilung. Okay, stopp. Was zur Hölle? So viel Schaden gemacht. Das wird immer stärker. Was ist denn vor? So, das wieder. Mist, die anderen tanken gerade. Nicht gut. Ich will, dass sie seinen Angriff wieder machen. Ich will ihn wieder betäuben können. Oder zumindest versuchen. Schnarsch. Oh nein. Jetzt. Nicht? Hab ich's wieder falsch gemacht? Ich weiß ja nicht, was. Ich hab's nicht verstanden, scheinbar. Ich dachte, ich hätte es verstanden, scheinbar nicht. Das läuft so schlecht eigentlich nicht. Es geht voll, finde ich. Ich finde, es geht wirklich noch voll. Schon. So schwer kann doch noch nicht sein. Vielleicht waren die Steine eine schlechte Idee, weil die zu wenig Schaden machen? Das kann sein. Ich sollte weiter draufhauen. Oder so können wir zumindest Schaden machen immer wieder. Auch wenn es super wenig ist. Selbst wenn ich den Angriff von ihm nicht verstehe, kann ich ihn trotzdem so irgendwie besiegen. Denke ich mal. Oh, das macht sehr viel Heilung. Oh, das habe ich nicht gewusst. Geil. Schon wieder. Deine Chance sein. Nein. Ich habe doch die Kugel abgeschossen, damit sie auf ihn wieder zurückgeht. Was habe ich gerade gemacht? Wow. Ich bin echt verwirrt hier. In diesem Bosskampf. Verstehen keineswegs. Bei eins bin ich mir sicher. Ich kann nicht einfach aufgeben. Ich muss es weiterhin versuchen. Ich hoffe, er kann sich nicht heilen, aber bisher sieht das nicht so aus, weil sonst hätte er es bestimmt schon gemacht. Ich habe immer das Gefühl, ich mache immer weniger Schaden. Je weiter ich komme, ich kriege weniger Schaden. Stimmt doch irgendwas nicht. Kann doch irgendwas nicht stimmen. Komm, auf wieder deine komische Ding da. Deine komische Super Gingidama-Attacke oder was auch immer. Trau dich ruhig. Er traut sich nicht. Ich trau mich nicht gegen ihn weiter zu kämpfen.
Da! Mist. Ich glaube, das soll man irgendwie gegen ihn lenken, damit er betäubt ist und man ihn ganz viel Schaden machen kann. Aber ich weiß nicht wie. Ich verstehe das einfach nicht. Eric ist tot? Eric kann auch down gehen? Eric muss auf jeden Fall mithelfen. Aber man muss einfach nur genug Schaden machen. Schaut mal. Da oben auf der Leiste. Ja, man muss einfach nur genug Schaden machen. Und jetzt Angriff! Nein, warte, anders. Nein! Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab vergessen, dass man das machen muss. Verdammt! Oh, ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Jetzt! Nein, ich kann nichts machen! Bro! Ich konnte legit nichts machen. Mir fällt's erst jetzt ein. Ich kann noch den Drachen in mir erwecken. Aber jetzt erstmal. Hä? Was? Was? Wieso? Verlangsamung geht nicht. Hört die Abwehr. Hier. Und Eric. Ja, ich kann ja noch den Drachen erwecken. Warte, von den anderen auch? Warte, was? Geht das wirklich? Wow, was? Hä? Ich sehe das zum ersten Mal. Bodenbombe. Ich dachte gerade, da stand bodenlos. Boom. Das war einfach eine super starke Attacke, oder was? Was kannst du? Sich zum ersten Mal. Sternschnuppenschauer! Das hat schon Schaden gemacht. Tatsächlich. Das war not bad. Ich bin aber echt langsam wirklich frustriert hier in diesem Kampf. Muss ich einfach so sagen. Verdammt! Achso, Heilung. Stimmt, da war ja was. Okay. Wir haben ihn aber gleich besiegt. Ich glaube, ich muss gleich einfach nur an ihn rangehen und dann A drücken, weil da war noch ein anderes Prompt. Was ich erst danach gesehen habe. Ich dachte, man muss sich ducken und dann die Bitte, man muss einfach nur direkt A drücken und dann schütteln. Warum auch immer, aber ich glaube, so geht das. Boah, nicht runterfallen, bloß nicht. Nein, 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 muss ich rein. Oh Gott. Ich glaube, das war die XXL-Folge heute. Der Schaden gefällt mir gar nicht. Wann macht er seinen Angriff? Jetzt! Jetzt! Da mach doch! Jetzt hab ich's endlich! Oh mein Gott, wie blöd ist das denn gemacht? Okay, man kann's ja nur schaffen, ehrlich gesagt. Du hast zwei zurück, aber es fehlen noch fünf. Nein, sag nein. Hat er jetzt weniger Verteidigung? Kann das sein? Das würde Sinn machen, wenn er jetzt weniger Verteidigung hätte. Wir haben zwei Steine zurückgeholt. Oh nein, wir müssen das nochmal machen. Aber ich habe keine... Ich glaube, ich besiege ihn lieber, statt dass ich ihn beraube. Ich glaube, man kann den Kampf vielleicht auch so schaffen, aber... Ich habe ja nur noch vier von diesen Kugeln, das reicht nicht. Und ich kann nicht mehr heilen. Ich habe höchstens noch... Das... Höchstens noch diese Kugel, diese Superheilkugel. Oh mein Gott, Eric, nein! Hilfe! Oh mein Gott. Nein! Ich habe nichts. Moment. Ich habe was. Ah, zu spät. Hä, wann wurde Eric geheilt? Egal. Ach, und diese Kugel heilt alle um mich rum. Ah, okay, die ist richtig geil. Das war wirklich richtig geil, die Kugel. Schaffe ich das? Was passiert? So abgebrochen. Ich habe keine Kugeln mehr, Mann. Das ist wilder von mir. Ich glaube, ich besiege ihn jetzt einfach. Jetzt.
Komm, lass mir Zeit, bitte, das ist unfair. Ich kann es halt legit nicht schaffen. Ich kann es legit nicht schaffen. Ich habe wirklich den Drachen besiegen. Das ist mir jetzt egal, ich werde ihn jetzt besiegen. Was anderes fällt mir sonst nicht ein, was ich tun könnte. So, Angriff! Besiegt ihn! Er hat nicht mal so viel Leben! Er hat super wenig! Weniger als ein Fünftel sogar! Komm schon! Einfach nur noch Angriff, einfach nur noch auf Attack Mode! Aber ich halte dich kurz. Hier! Boom! Sehr schön! Solange ich meine Energie noch habe, angreifen! Das Finale! Ist so gut wie vorbei! Oh, warte! Geht das vielleicht so auch? Komm, 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 Schaden, 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 Schaden! Yes! Gib her! Oh, es wird schwerer. Ah, verstehe. Bam! Er hat nur noch drei. Entweder beim nächsten Mal direkt drei oder. Da hat er noch einen. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall jetzt gleich down. Ich muss den Drachen wieder entfesseln. Ich hoffe, wir gewinnen einfach instant, wenn er besiegt ist. Weil ich hab den Kampf, glaube ich, falsch gemacht. Egal. Wisst ihr was? Man kann den Kampf auch einfach so machen. Warum nicht? Einfach Tiefes nur. Komm schon. Er ist fast down. Er ist fast down. Ihr seht es alle. Oh, Siegertypen. Wir haben Silberband besiegt. Wir haben nicht mal alles geklaut. Wer kann einfach besiegen? Wow. Es ist vorbei. Gib uns die restlichen drei Steine. How did you? Ja. Fall um. Bist sowieso nur noch Knochen. Und jetzt haben wir dafür gesorgt, dass er Knochen bleibt. Wir haben ihn aufgefangen, alles gut. Und bringen ihn jetzt in sein Gefängnis. Oder wo auch immer. Die sieben Steine wurden erfolgreich zurückerobert. Wow. Der Final Kampf war okay. Ich hätte besser aufstocken können mit Kugeln und mein Team war jetzt auch nicht perfekt, aber... Ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen alles. Hm? Die Drachensteine, die sieben Steine fusionieren zu einem grandiosen Gebilde. You did it. Miau, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir das Ding nur noch den Göttern zurückbringen. Dann haben wir unsere Mission abgeschlossen. Unsere lange, lange Reise nähert sich endlich ihrem Ende. Hey, hört mal. Etwas lässt mir keine Ruhe. Wenn die Drachensteine auf den Altar gelegt werden, dann soll der Schatz aller Schätze erscheinen, stimmt's? Und naja, wollt ihr gar nicht herausfinden, was das ist, nach all den Strapazen, die uns auf uns genommen haben? Jetzt, wo du es sagst, es wäre schon interessant. Und wenn der Schatz aller Schätze wirklich erscheinen sollte, dann wäre das doch vielleicht ein Zeichen, dass wir ihn mitnehmen sollen. Great! Okay, dann ist es ja entschieden. Legen wir die Drachensteine auf den Altar und finden wir heraus, was passiert. Haben wir nicht schon vorhin gesehen, was passiert? Oder musste das vielleicht länger drauf bleiben? Ja. Man hätte mich auch eigentlich deportieren können, aber gut. Lade ich da halt extra nochmal schnell hin. Ja. Drachensteine auf dem Altar platzieren. Auf den Sockel. Nothing's happening. Maybe there's still something missing. Was? Ach, die Dolche, stimmt. Die beiden Drachen. Wow. Erwachen die jetzt? Das kann doch nicht sein. Oder? Was passiert da gerade? Die Energie? Wow. Wow. What the? What the? The Dragonstones have turned into... Ein Ei? An egg?
Oh, ein süßer kleiner Drache ist rausgeschlüpft. Madra und Padra haben ein Kind bekommen. Boah, ein Drachenbaby. Es sieht irgendwie niedlich aus. Moment mal, das heißt ja, du musst der Schatz aller Schätze sein, oder? Sekunde, wir müssen doch die 7 Steine zurückholen. Wie sollen wir das denn nun anstellen, nachdem sie sich in einen Drachen verwandelt haben? Ach, wenn wir den Göttern erklären, was wir alles ausgestanden haben, werden sie bestimmt Verständnis aufbringen, oder? Pokus. Pokus, wir wissen doch beide, dass das reines Wunschdenken ist. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Du hast natürlich recht, aber wenn wir das tun... Ja, du weißt schon. Warte, wollt ihr jetzt den Drachen töten, damit er euch die Steine wiedergibt, oder was? Eric, Mila, hör zu, wir müssen uns unterhalten. Es geht um etwas Wichtiges. Es ist so, wir können das Kleine hier nicht zurücklassen. Wir müssen es mit nach Hause nehmen, in den Garten der Götter. Das Problem daran ist, wenn wir das tun, ja, ich fürchte, dann heißes Abschied nehmen. Wow. Boah, das kommt aber plötzlich. Ihr beide werdet uns natürlich schrecklich fehlen. Aber das ist nicht das einzige Problem. Denn wenn wir erst einmal wieder zu Hause sind, habt ihr keine Möglichkeit mehr, in eure eigene Heimat zu gelangen. Das bedeutet, ihr müsst jetzt den Heimweg antreten, solange es noch geht. Wow. Unsere Welt? Wow, ich meine, ich kann mich ja kaum mehr an sie erinnern. Ich glaube nicht, dass ich bereit bin, dorthin zurückzukehren. Ich will hierbleiben und mehr Schätze finden. Tja, es überrascht mich nicht, dass du so denkst. Aber die Wahrheit ist, dass die Zukunft etwas für euch bereithält. Ein enormes Abenteuer steht euch bevor. Die Leute eurer Welt werden euch brauchen, genau wie wir euch hier gebraucht haben. Es ist wahr, aber das muss unser kleines Geheimnis bleiben, einverstanden? Also sollen wir den Rückweg zur Basis antreten? Bestimmt freuen alle in Team Drachenbande sich schon darauf, euch zu sehen. No doubt. Daran habe ich keinen Zweifel. Und zufällig habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet, damit wir im Nu wieder zur Basis zurückkehren können. Oh Gott sei Dank, ich kann noch ein paar Sachen machen. Ich habe nicht alles geschafft. 100% ist noch nicht fertig. Ich habe erst 90% oder so. Also, schätze ich einfach nur. Wow. Die beiden Drachen haben wirklich noch ein Baby bekommen. Oh. Was ist mit dem kleinen Wirt? Ich bin sehr gespannt. Aber ja, es ist richtig so. Bevor wir jetzt abhauen, gehen wir erstmal nochmal zurück. Wir wollen noch nicht in die echte Welt zurück. Wir wollen erstmal noch hier bleiben. Zurück zur Basis. Und alles erledigen, was noch erledigt werden muss. Einen guten Schnitt machen, sozusagen. Um die hastige Heimkehr zu umgehen. Komm, ist da rechts so ein Portal? Aber wir machen doch die Party. Ich habe noch nicht alles vorbereitet dafür, aber okay, machen wir sie. Das nenne ich einen herzlichen Empfang. Oh! Hurra! Jetzt seid ihr wieder da! Und ihr habt Silberbein bezwungen und die 7 Steine zurückgeholt. Wir wussten, ihr würdet es schaffen. Das ist ein Animal und habt uns alles berichtet, was sich in Isla Dorada zugetragen hat. Müsst ihr wissen. Das ist aber längst nicht die ganze Geschichte. Die 7 Steine, sie haben sich nämlich... Ach, weißt du was, das können wir dir auch später noch erzählen. Zuerst sollten wir wahrscheinlich eine Runde drehen und nachsehen, wie es den anderen so geht, oder Mita? Vielleicht fällt es euch dann leichter, euch zu entscheiden, ob ihr den Heimweg antreten wollt oder nicht. Wie gesagt, noch nicht. Und boah, hier ging jetzt wirklich einiges ab. Ich bin überfordert. Ich glaube, ich mache erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Alles okay, Eric? Hey there. Also, Schwesterherz, wie sieht's aus? Bist du so weit nach Hause zurückzukehren? Noch nicht. Ja, lass uns mal nichts überschätzen. Wir sollten die Chance nutzen, noch ein paar Schätze zu ergattern und mit Leuten zu plaudern. Wie jetzt? Nur plaudern? Nicht Schätze sammeln? Warte mal. Kommen wir vielleicht nicht mal zurück?